Wolfgang, du hast von Anfang an, von Februar 66 bis September 2003 hier im Alfred-Delp-Haus gewohnt und gearbeitet. Richtig. Und ich war auch, gehörte schon vorher zum Redaktionsteam der Stimme der Zeit und habe deswegen auch die gesamte Planungs- und Bauphase des Baus miterlebt. Ihr war zuerst in der Veterinärstraße in einem Haus und das wurde zu klein, zu eng. Warum kam es zum Neubau? Die Stimmen der Zeit waren seit dem Jahr 1917 in einem Haus in der Veterinärstraße, was heute die Nummer 5 hat. Und das war ein Haus nach dem Typ der Schriftstellerhäuser, die es damals im Jesuitenorden häufig gab. Denn um einen ganz kurzen Blick in die Vergangenheit zu werfen, die Jesuiten der großen europäischen Länder haben eigentlich alle in der Mitte und zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts Zeitschriften gegründet, die sich mit den geistigen Fragen der Zeit auseinandersetzen. Spanien, Italien, Frankreich und auch Deutschland. Und in Deutschland war das die Zeitschrift, die es im Jahr 1914 den Namen Stimmen der Zeit bekam. Und im Jahr 1917 wurde das Haus in der Veterinärstraße erworben, wo dann die Mitglieder der Zeitschrift bis zum Jahr 1966 arbeiteten, mit Ausnahme der Jahre von 1941 bis 1946, weil damals das Haus von den Nationalsozialisten enteignet wurde. Ja, und du hast also die Planungsphase mitbekommen, den Umzug mitgemacht und dann hier auch den Einzug. Ja, und die Gründe für den Neubau waren natürlich hauptsächlich, weil erstens das Haus in der Veterinärstraße langsam zu eng geworden war und vor allem auch, weil die große Bibliothek des Hauses dort nicht genügend Platz hatte. Denn die Stimmen der Zeit waren ja, bevor sie nach München kamen, in dem Jesuitenkolleg in Falkenburg in Holland. Und ein großer Teil dieser Bibliothek blieb dort zurück, kam aber in den 60er Jahren nach München und war dann ausgelagert, weil in dem Haus kein Platz dafür war. Das war eigentlich die eigentliche Ursache, ein neues Haus zu suchen. Es waren dann eine ganze Reihe von Projekten im Gespräch, zum Teil auch schon fertige Häuser, die man hätte kaufen können. Aber man hat sich dann am Schluss für einen Neubau entschlossen, der dann hier entstanden ist. Das war ja dann nicht irgendein Neubau, wenn ich denke, Veterinärstraße, ein Bürgerhaus, hier eigentlich ein Avantgarde-Bau mit einem prominenten Architekten. Wie wurde der gefunden? Die damalige Bauherren des Hauses, das war die Leitung der Stimme der Zeit, ich war ja nur ein einfaches Redaktionsmitglied, wie diese auf Schneider-Esleben kam, weiß ich nicht. Und alle Versuche, dahinter zu kommen, sind bis jetzt vergebens geblieben. Also auf jeden Fall, es scheint, dass der damalige Chef der Stimme der Zeit, Pater Simmel, einen Kontakt zu Schneider-Esleben hatte. Und auf jeden Fall war von Seiten der damaligen Bauherren der von diesen damals häufig geäußerte Wunsch oder die Absicht, hier ein Haus hinzustellen, aus dem sichtbar wird, dass auch die Jesuiten des 20. Jahrhunderts zu architektonischen Leistungen fähig sind, wie die des 16. und 17. Jahrhunderts. Im Schriftstellerhaus, schon in der Veterinärstraße, aber auch hier gab es ja eine zweite Zeitschrift, Geist und Leben, mit einem markanten Chefredakteur Friedrich Wulff, dessen Schwester saß hier im Landtag in Düsseldorf. Pater Mennekes vermutet, dass es da eine Verbindung gab zu Schneider-Esleben. Also es gab es, zu den Stimmen in das Haus der Stimmen der Zeit kamen nach dem Zweiten Weltkrieg auch die Mitarbeiter und die Leitung der Zeitschrift Geist und Leben. Und der
Chefredakteur dieser Zeitschrift, stammte aus Düsseldorf, hatte dort hervorragende Verbindungen, vor allem seine Schwester war dort auch in der Bildungsarbeit und in der Politik tätig, sodass möglicherweise auch von daher Kontakte zu Schneider-Esleben gefunden wurden. Und Schneider-Esleben war sicher auch daran interessiert, einen solchen Auftrag zu bekommen, weil es für ihn ja doch lohnend war, vielleicht einmal in München Fuß zu fassen, was ihm allerdings, wie man heute sieht, nicht gelang, die Münchner, um es so auszudrücken, Mafia der Münchner Architekten, die wollten keinen Fremden reinlassen. Verstehe. Gab es Kontakte von Schneider-Esleben zu den Nutzern des Objektes? Wer hat bestimmt, wie das Haus ausschauen soll für die beiden Zeitschriften? Also die eigentliche Konzeption des Hauses kam eindeutig von Schneider-Esleben. Er hatte vom Bauherrn natürlich gewisse Vorgaben, wie viele Wohnräume man brauchte, dass man eine Bibliothek für 100.000 Bände brauchte und welche Redaktionsräume und so weiter. Aber wie er das gestaltete und wie er das alles architektonisch unterbrachte, das war eigentlich nur ihm überlassen. Jetzt mal salopp gesagt, ein Architekt tobt sich natürlich aus, setzt sich auch selber ein Denkmal. Die andere Seite ist natürlich die Nutzerseite. Du bist dann 66 Chefredakteur geworden und warst es ja sagenhafte 32 Jahre lang. Was hat sich da im Laufe der Zeit als praktisch und praktikabel, was als eher unpraktisch erwiesen? Also man kann zunächst einmal Folgendes sagen, die Architekten konnte man ja damals in zwei große Gruppen unterscheiden. Das eine waren die Künstler und das andere waren die Techniker, die an den technischen Universitäten studiert hatten, waren mehr Techniker, die anderen waren mehr Künstler. Und Schneider-Esleben gehörte eindeutig primär zu den Künstlern. Und das, was er hier hingestellt hat, war eine Bauplastik, und zwar von hohem Rang, die auch international beachtet wurde, die aber wenig Rücksicht auf die Funktionen nahm, die darin ausgeübt werden sollten. Und also man musste eben die Räume so einteilen, dass sie in eine vorgegebene Bauplastik hineinpassten. Und das war natürlich nicht mit allen Erfordernissen des Hauses zu vereinbaren. Zunächst einmal stellte sich die Frage der Bibliothek. Denn Schneider-Esleben hatte die Aufgabe, eine Bibliothek für 100.000 Bände zu planen. Und in dem definitiven Plan war dann das, was dieser kleine Turmbau als Bibliothek vorgesehen, der natürlich vielleicht höchstens 10.000 Bände aufgenommen hätte. Man wollte aber nichts mehr ändern und deswegen wurde die große Turmgruppe, die von Schneider-Esleben als Kirche geplant war, dann zur Bibliothek umfunktioniert. Das hatte nicht den Grund, wie von manchen Architekturkritikern vermutet wurde, dass bei den Jesuiten die Wissenschaft und die Wissenschaft wichtiger sei als das Gebet und die Liturgie, sondern es hatte einfach den Grund, dass ein so riesiger Bau, das wäre ja also ein Riesenbau gewesen für eine Gemeinschaft von 10 Jesuiten, 11, 12 Jesuiten, einfach zu groß war und so hat man dann geändert. Aber dieser große Turmbau war natürlich aufgrund der Tatsache, dass das Haus auf einem Dreiecksraster gebaut war und deswegen nur 120 Grad Winkel oder 60 Grad Winkel hatte, für das Magazin eine Bibliothek wenig geeignet, weil eine Bibliothek braucht rechteckige Grundrisse. Das war ein Problem. Das andere Probleme bestanden zum Beispiel darin, dass die Räume zwar hervorragende Fensterflächen hatten, aber nur ein ganz schmales Fensterchen, mit dem man lüften konnte. Und aber insgesamt kann man sagen, dass wir uns mit den vorgegebenen Schwierigkeiten einigermaßen zurechtgefunden haben
und ein doch das Haus als einigermaßen auch für die Belange der Zeitschrift ausreichend beurteilen konnten aufgrund unserer praktischen Erfahrungen, obwohl wir manches vielleicht lieber anders gehabt hätten. Aber es war nicht so, dass die Arbeit darin erheblich beeinträchtigt worden wäre. Ich bin ja erst 1985 eingetreten, da warst du schon viele, viele Jahre im Orden und kam 1987 zum ersten Mal hierher. Wenn wir zurückblenden, 2. Februar 1966, Einweihung des Hauses. Du warst damals 38 Jahre, also unter 40, vom Lebensgefühl und vom Arbeitsgefühl. Du hattest in Rom studiert, du warst in der Veterinärstraße seit 1957, also fast 10 Jahre schon in der Schriftstellerkommunität. Vom Lebens- und Arbeitsgefühl her, was hieß das hier für dich damals, Mann knapp unter 40? Also was das Lebens- und Arbeitsgefühl angeht, war der Umzug in dieses Haus insgesamt für uns ein Fortschritt oder wurde als Fortschritt empfunden. Als etwas Neues. Gut, es war natürlich alles neu, kein altes Haus, es war alles neu und schon. Aber wir haben das als als Fortschritt empfunden. Ja. Das Mobiliar wurde ja für dieses Haus auch designt, entwickelt. Wie hat man denn da im Orden sonst geredet? Aha, da zieht jetzt eine Kommunität in einen Neubau ein, das ist alles anders. Es gab Duschen für die Patres, das war ja früher in Ordenshäusern so nicht üblich. Wie wurde darüber geredet? Es war natürlich so, dass die Mehrzahl der Jesuiten das Haus hauptsächlich von außen kannte. Und von außen wurde das von manchen als eine etwas brutale Architektur empfunden. Und natürlich, es war damals überhaupt die Zeit, in der der Sichtbeton in Mode war. Und deswegen hat diese Betonarchitektur vielen nicht gefallen. Und aber für diejenigen, die in das Haus kamen, die im Haus wohnten, wurde das Haus als günstig empfunden. Und die Kritik, die musste man eben erdulden. Du hast mir mal erzählt, du hast am Morgen des 2. Februar 1966 letzte Gelübde abgelegt. Da war der Provinzial da und 2 Stunden später wurde das Haus eingeweiht. Da kam der Erzbischof, Kardinal Julius Döpfner. Welche Erinnerungen hast du an den Tag der Einweihung und hast du da mit Schneider Essleben auch gesprochen? Nein, mit Schneider Essleben habe ich damals nicht gesprochen. Aber der war da. Ich weiß gar nicht mehr, ob er da war. Ich nehme an, er war da. Also mein Gedächtnis hat von diesem Tag nicht sehr viel aufbewahrt. Mhm. Außer dem äußeren Ablauf, nicht? Mhm. Aber ich weiß heute nicht mehr, dass Schneider Essleben da war. Habe nicht mit ihm gesprochen, nein. Du bist ja zusammen mit dem Pater Norbert Mulde der einzige noch Lebende, der von Anfang bis Ende hier war. Ja. Also fast 40 Jahre. Ist in dieser Zeit, gab es da auch Nachbesserungen, ganz am Anfang, später wurde es ja renovierungsbedürftig, in der Architektur oder in der Innenausstattung? Da gab es keine wesentlichen Änderungen, nein. Nein, die Sanierung, die dann später kam, betraf ausschließlich den Beton und das Flachdach. Während im Innern hat sich seit der Bauzeit nichts Wesentliches geändert. Mhm. Mhm. Wenn du jetzt zurückblickst, Schriftstellerhaus, Domus Scriptorum, gebaut für diesen Zweck, für 2 Redaktionen und es wurden dann immer wieder Patres, die anderswo arbeiteten, aber im intellektuellen Milieu waren, angesiedelt an diese Kommunität.
Was wurde damit aufgegeben 2003? Gut, da kommen wir auf ein anderes Thema. Die von mir vorhin zitierten Zeitschriften waren ja alle so konstruiert, dass ein Redaktionsteam von Jesuiten nicht nur zusammenarbeitete, sondern auch zusammenwohnte. Und es war in all diesen von mir genannten Ländern so, dass die Zeitschriftenredaktionen ein eigenes Haus hatten oder jedenfalls eine eigene Niederlassung, getrennt von den anderen Arbeiten des Ordens. Und die Mitarbeiter der Zeitschrift waren eben die Jesuiten, die Spezialisten in den jeweiligen Fachgebieten gewesen sind und die sowohl für die Zeitschrift arbeiteten, wie auch außerhalb des Hauses wissenschaftlich und publizistisch tätig gewesen sind. Und die Tatsache, dass eine solche Zeitschrift, eine solche Gemeinschaft zusammenlebt und nicht von anderen Unternehmungen des Ordens abhängig ist, sondern nicht nur ihr Leben, sondern auch ihre Arbeit nach ihren eigenen Prinzipien gestalten kann, das war etwas ganz Entscheidendes für das Niveau einer solchen Zeitschrift. Und dass man dieses Prinzip aufgegeben hat, ist meines Erachtens ein schwerwiegender Rückschritt. Du hast ja mehr oder weniger nach den ersten beiden Ordensjahren von 55 bis 57 das ganze Leben bei dieser Zeitschrift verbracht, warst dann von 66 bis 98 Chefredakteur und Herausgeber, warst nebenbei noch Gründer und auch langjähriger Leiter des IFP, Institut zur Förderung des publizistischen Nachwuchses. Du hast dich hier wohlgefühlt. Ich habe mich trotz aller Mängel des Hauses immer wohlgefühlt und wesentlich wohler als in dem alten Haus. Wesentlich wohler als im alten Haus. Und wenn da neue dazugekommen sind, also frisch promovierte Mitbrüder, die bei den Stimmen der Zeit oder bei Geist und Leben arbeiten sollen, was war da am Anfang wichtig, wenn ein Neuer dazu kam in eine relativ gesettelte, etablierte Kommunität? Also nach meiner Erfahrung war die Frage der Integration eines neuen Mitglieds der Kommunität nie ein Problem. Das ging eigentlich vollkommen reibungslos. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass solche, die zur Mitarbeit an der Zeitschrift oder als Hausgenossen kamen, dass es da irgendwelche Schwierigkeiten atmosphärischer oder sonstiger Art gab. Es gab eine gewisse Konkurrenz zwischen Stimmen der Zeit und Geist und Leben. Stimmen der Zeit erscheint 12-mal pro Jahr, Geist und Leben 6-mal. Das eine ist eine Kulturzeitschrift, das andere ist eine Zeitschrift, die sich mit spirituellen, mit religiösen Themen beschäftigt. War das in der Atmosphäre des Hauses spürbar? Also, wir kamen eigentlich gut miteinander aus. Ich hatte auch immer beste Kontakte mit meinem Kollegen von Geist und Leben, wobei natürlich in einer solchen Kommunität wie überall, wo Menschen zusammenleben, jeder seine eigene Art hat, seine eigenen Vorlieben, seine Schwächen, aber damit sind wir eigentlich immer zurechtgekommen. Schriftstellerhaus Domus Scriptorum, es war benannt nach einem Jesuiten, Alfred Delp, der am 2. Februar 1945 hingerichtet worden ist in Berlin. Wie ist dieser Name zustande gekommen, Alfred Delp Haus? Alfred Delp war von 1939 an Mitglied des Redaktionsteams der Stimme der Zeit. Das war seine erste Aufgabe im Orden nach seiner Ausbildung. Und die Zeitschrift wurde ja im Jahr 1941 von den Nationalsozialisten verboten.
der arbeitete dann in der Zeit hauptsächlich in Bogenhausen. In Bogenhausen in der Pfarrei mit und war dann auch Mitglied des sogenannten Kreisauer Kreises, ein Kreis, der sich mit der zu der Widerstandsbewegung gehörte. Und er wurde dann 1944 wurde er verhaftet wegen seiner Mitarbeit in diesem Kreis. Und dann am 2. Februar 1945 als Mann des Widerstandes hingerichtet. In Plötzensee. Und er war ein Mann sein Fachgebiet waren eigentlich die Politik und Sozialwissenschaften. Und da hat er auch Bedeutendes geleistet. Und weil er zu dieser Kommunität gehörte, war es selbstverständlich, dass das neue Haus nach ihm benannt wurde. War das die Entscheidung der Kommunität, derer, die hierher sollten, oder kam die von oben? Da erinnere ich mich nicht mehr. Ich glaube, die kam von oben. Da wurde in der Kommunität zwar einmal darüber diskutiert, aber es gab keine alternative Lösung. Du bist bald nach dem Einzug Chefredakteur geworden und wie gesagt über 30 Jahre geblieben. Du warst dann auch Oberer hier. Der Stimmenmann war eigentlich der starke Mann, sagt man immer. Weiß ich aus der Ordenstradition, und man hat ja oft auch nur vom Stimmenhaus gesprochen, weniger vom Schriftstellerhaus. Also es war so, dass bis nach dem Zweiten Weltkrieg war das Schriftstellerhaus das Haus der Stimmen der Zeit. Dort wohnten nur Mitarbeiter der Stimmen der Zeit. Und nach dem Krieg kam die Zeitschrift Geist und Leben auch dorthin, so quasi als Untermieter. Und das neue Haus, und das alte Haus hieß Canisius Haus. Und man hat dann allgemein sowohl von Seiten der Kommunität wie auch von Seiten der Provinzleitung und wie vor allem von Seiten der Leitung von Geist und Leben darauf gedrängt, dass das künftig nicht mehr als Stimmenhaus, sondern als Schriftstellerhaus gilt, weil Geist und Leben ja eine gleichberechtigte Zeitschrift gewesen war. Und deswegen hat sich auch eine alte Tradition geändert, denn bis zu dem Umzug in das neue Haus war der Chefredakteur der Stimme der Zeit immer gleichzeitig auch Superior, also Oberer der Ordensgemeinschaft, sodass von daher Stimme der Zeit und das Haus zusammengefallen sind. Und um auch nach außen hin deutlich zu machen, dass das nicht mehr nur ein Haus der Stimme der Zeit ist, sondern auch eines von Geist und Leben, hat man den Superior-Posten vom Chefredakteursposten getrennt. Und nachdem das einigermaßen sich eingelaufen hatte, wurde dann auch ich für zwei Legislaturperioden mit einem Unterschied auch nebenbei noch Superior, also Oberer der Stimme der Zeit. Aber damals war das schon ganz klar, dass hier zwei gleichberechtigte Zeitschriften im Haus sind. Wobei im Slogan, so im Jargon der Jesuiten lange Zeit immer nur noch vom Stimmenhaus die Rede war. Ja, daran kann ich mich erinnern. Also ich war ja wir sind verschiedene Generationen natürlich. Ich war 66, 4 Jahre alt, bin 85 eingetreten und 1987 direkt aus dem Noviziat in Innsbruck hierher geschickt worden, ohne zu wissen, dass ich der Einzige bin ohne Priesterweihe. Ich hatte kein Doktorat. Ich habe die Kommunität als ehrwürdige, berühmte natürlich Kommunität wahrgenommen. Damals blutjunger Jesuit im dritten Ordensjahr
Und dann natürlich auch, habe ich gemerkt, damals gab es die erste große Baustelle. Die beiden Türme wurden eingerüstet, der Beton wurde behandelt. Und dann das war die erste Kupfer. Die erste. Das habe ich damals mitbekommen und ich habe schon gemerkt, so beliebt war das Haus jetzt bei anderen Jesuiten in München oder sonst in Deutschland eigentlich nicht. Es gab da immer Kritik, da sind so distanzierte Patres, die machen diese Zeitschriften. Hat es wehgetan, hat es berührt oder hat man die reden lassen? Ja, man musste die reden lassen, das war auch, die Wirklichkeit war ja anders, aber wenn jemand mal eine gewisse Überzeugung hat, lässt er sich schwer von einer anderen, lässt er sich schwer ändern. Mhm. Und damit musste man einfach leben und damit rechnen, dass die Zeit die Sachen in Ordnung bringt. Aber dann wurde das Haus ja aufgelöst. Ich hatte damals natürlich einen heiden Respekt vor euch. Ich war ja bei Geist und Leben, bei Paul Imhof, der damals Chefredakteur war. Ich kannte Ordenshäuser aus Innsbruck und Wien und habe natürlich die Bedeutung dieses Baues und auch Schneider-Esslebens damals, ich war ja Mitte 20, nicht wahrgenommen. Als ich 13 Jahre später wieder kam, zum Priestergeweiht, frisch promoviert in Innsbruck und zu den Stimmen geschickt, nicht zu Geist und Leben, da habe ich dann schon nochmal gemerkt, das ist ein eigenes Milieu. Hier sind Schriftsteller, Journalisten zusammen. Im Nachhinein bedauere ich die Entscheidung natürlich auch. Wenn du zurückblickst, hätte es eine Alternative gegeben zu der Entscheidung der Ordensleitung, hier Schluss zu machen? Also die Frage der Auflösung des Hauses wurde ja mit den Bewohnern des Hauses nie diskutiert. Deswegen kann ich auch nur vermuten, welche Überlegungen dahinter stehen. Es war auf jeden Fall sicher, dass das Haus wieder einer Renovierung bedurfte. Und die wäre natürlich sehr teuer geworden. Und das war also, das war sicher ein Grund. Und sonst wird man sich von Seiten der Ordensleitung auch die das Problem im Auge gehabt haben, dass die Zahl der Jesuiten im Lauf der damaligen Jahre schon erheblich abgenommen hat, sodass wirklich die Frage sich stellte, die notwendige Frage, ob alle Jesuitenhäuser auf Dauer aufrechterhalten werden können. Und das war sicher auch eine Überlegung. Und die Ordensleitung hat dann eben gesagt, gut, die Zeitschrift erhalten wir, aber geben ihnen neue Räume, aber als Mitglieder und eines schon bestehenden Hauses, sodass da keine zusätzlichen Renovierungs- und sonstige Kosten entstehen. Ich meine, ich kann mich erinnern an den Umzug im September 2003. Ich war damals 41. Ich habe gemerkt, es ist wegen der personellen Situation. Wir sind jetzt 360 Jesuiten, damals gab es über 800 in Deutschland. Es ist nötig und auch aus finanziellen Gründen. Ich kann mich erinnern, dass eine Umzugsfirma unsere Büros geräumt hat, die Bibliothek wurde ja massivst abgespeckt, unsere persönlichen Utensilien. Mir ist es damals schon schwer gefallen und als die LKWs in der Kalbachstraße einfuhren, habe ich gemerkt, ja, was historisch ist, jetzt ist etwas vorbei in Deutschland, weil es kein Schriftstellerhaus mehr gibt.
September 2003, das war ein Abschied hier, war lange vorbereitet. Ich kann mich erinnern, die Logistik war ja auch nicht ganz einfach. Es gab innerhalb der Kommunität auch Widerstände gegen das Verlassen des Hauses. Das war die Entscheidung der Ordensleitung, aber uns alle hat es ja bewegt. Was ist dir so durch Kopf und Herz gegangen, als wir da in der Kalbachstraße standen und die Laster kamen mit unseren Sachen? Ja, gut. Ich meine, meine Emotionen, die hatten sich zu diesem Zeitpunkt schon etwas beruhigt gehabt, sodass ich das einfach wahrgenommen habe. Und man muss natürlich dann immer dazu denken, ich war ja damals schon 5 Jahre Emeritus, also nicht im Ruhestand gewesen, also die war nicht mehr Chef der Stimmen der Zeit. Und was mein persönliches Leben anging und die Leben, die war mir ziemlich gleich, ob ich jetzt hier lebte oder in der Stadt München. Hier, das hatte sehr viele Vorteile, es war der Nymphenburger Schlosspark und so weiter. Aber für mich persönlich, für mein persönliches Leben bedeutete das nicht keine grundlegende Änderung, sodass ich mich nachher überhaupt nicht mehr wohlgefühlt hätte. Und das, was mich halt sehr getroffen hat, war, dass das Prinzip des Schriftstellerhauses aufgegeben wurde und damit natürlich die Redaktionsarbeit für die Stimmen der Zeit auf eine ganz andere, eine andere Stufe gestellt wurde. Und ich habe also meinen Nachfolger nur bedauert, dass er das machen muss, und war froh, dass ich das nicht mehr zu machen brauchte. Wir waren damals bei den Stimmen der Zeit zu dritt. Martin Mayer war Chefredakteur, Johannes Bahr und ich. Dazu kam Bernhard Krohm, der aber korrespondierendes Mitglied war. Bei Geist und Leben gab es den Pater Franz Josef Steinmetz und Georg Maria Röhrs war der zweite Mann und es gab andere Patres noch. Ich bin jetzt seit 7 Jahren Chefredakteur, immer in der Kaulbachstraße, kenne aber von Madrid und Rom, Civita Cattolica, die Milieus, Schriftstellerhaus, und im Nachhinein vermisse ich dieses Milieu. Wir sind jetzt an die Hochschule angeschlossen, wie andere Werke, aber ein gewisses Eigenleben, auch eine eigene Atmosphäre vom Arbeiten her mit anderen Dynamiken, das ist weg, futsch, perdu. Ich bedauere das im Nachhinein. Wenn wir 20 Jahre zurückdrehen könnten, wie würdest du dann die Situation sehen? Also natürlich, dieses Milieu ist weg. Nun muss man natürlich auch Folgendes bedenken, was sich aus der personellen Entwicklung des Ordens ergeben hat. Die Schriftsteller, diese Schriftstellerhäuser, die schon genannt wurden, und auch das Münchner Schriftstellerhaus, waren immer Häuser, in denen etwa zwischen 10 bis 12 Jesuiten in der Redaktion der Zeitschrift zusammenarbeiteten, von denen die Einzelnen waren immer Fachleute in ihrem Gebiet, und ich habe das schon erwähnt, dass sie nicht nur die in der Zeitschrift ihre Artikel veröffentlichten, sondern auch außerhalb publizistisch und wissenschaftlich gearbeitet haben. Aber diese Gemeinschaftsleistung ist heute schon deswegen nicht mehr möglich, weil die Zahl der Jesuiten massiv zurückgegangen ist, sodass einfach nicht mehr möglich ist, dass so viele Jesuiten für eine Zeitschrift zusammenarbeiten. Inzwischen ist halt die Redaktion auf 1 bis 2 Jesuiten zusammengeschrumpft. Das ist eine andere Voraussetzung.
die sich bewältigen lässt, aber natürlich viele Vorteile nicht mehr mit sich bringt, die sich früher in diesen Schriftstellerhäusern, und du hast ja gerade genannt, von welchem Vorteil es war. Und wenn man die Entwicklung der anderen Schriftstellerhäuser, die noch existieren, anschaut, dann stehen die zum Teil auch vor Entscheidungen, die sie etwa in diese Richtung drängen, wie sie bei uns gewesen sind. Nicht was die Aufgabe von Häusern angeht, sondern die Änderung der Struktur der Mitarbeiterschaft. Vergleiche hinken natürlich. Die Zeitschrift Entschluss in Wien ist 1999 eingestellt worden und war ein Ein-Mann-Betrieb und immer angedockt an eine Kommunität. 2009 ist in Zürich die Orientierung eingestellt worden. Das war auch eine Villa, eine Schriftstellerkommunität. Bei uns ging es 2003 zu Ende. Meinst du, dass der deutsche Sprachraum, die deutschsprachigen Jesuiten damit einen gravierenden Verlust auch erlebt haben, unbeschadet der personellen Entwicklung? Oder sagt man halt, das ist eine pragmatische Entscheidung, es musste so sein und muss auch für künftige Zeiten so sein? Also ein Verlust ist es auf jeden Fall, aber in einer veränderten Struktur lassen sich ja auch entsprechende Leistungen erzielen, wenn da die entsprechenden fähigen Leute dabei sind. Aber damit sind wir wieder bei dem Problem der zurückgehenden Zahl der Jesuiten. Ich sage immer, Qualität setzt in diesem Fall Quantität voraus. Denn je mehr Jesuiten es gibt, umso größer ist die Chance, dass auch ein paar ganz tüchtige Leute dabei sind. Oder einige, die ideal sind für die Herausgabe einer Zeitschrift. Und je geringer die Zahl der Jesuiten wird, umso geringer wird die Chance, dass auch die entsprechenden Fähigkeiten da sind. Und bis jetzt ist es auf jeden Fall so, dass im deutschen Sprachraum die entsprechenden Fähigkeiten und die qualifizierten Leute noch da sind. Nicht? Und insofern war die Entwicklung bisher auch mit der Aufgabe des Hauses zwar ein tiefer Einschnitt, aber nachdem es nun mal so ist, muss man halt versuchen, aus dieser Situation das Beste zu machen. Und wenn ich das von außen betrachte, ich bin ja nicht mehr Mitglied, nicht mehr bei der Zeitschrift, dann ist eigentlich doch das ganz gut gelungen. Jetzt bin ich ja zweimal im Jahr in Rom bei meinem Kollegen Antonio Spadaro und nehme dort ein Schriftstellerhaus wahr. Das ist noch eines dieser klassischen Häuser, wobei die Civita Cattolica ja eine offiziöse Zeitschrift ist, die zweimal im Monat erscheint. Mir hat mal ein Provinzial gesagt, Federvieh, Schriftsteller gibt es ja nicht mehr. Jesuiten werden wahrgenommen über Schulen, Kollegien und über Universitäten, Hochschulen. Der Typus des Schriftstellers, ich meine, so ein Haus wäre ja heute das, was man Brain Trust oder Think Tank nennt. Was heißt es für die öffentliche Wahrnehmung des Ordens, dass die Schriftsteller vereinzelt wurden durch die Aufgabe eines oder durch den Rückzug aus einem eigenen Standort, Haus, Schriftstellerhaus? Also, es ist ja so, dass der Begriff Schriftsteller kann etwas in die Irre führen, nicht? Denn heute ist ein Schriftsteller einer, der von seinen Schriften lebt, nicht? Und bei den Zeitschriften bedeutet eben, das sind Jesuiten, die hauptamtlich und primär bei dieser Zeitschrift mitarbeiten und durch ihre Beiträge in der Zeitschrift und ihre sonstige publizistische und wissenschaftliche Arbeit einen Beitrag in der Diskussion über die geistigen Probleme der Zeit liefern. Und inwiefern, ob
da, welche Wirkungen das hat, das hängt primär von der Qualität der einzelnen Personen ab. Die natürlich, wenn sie vom Orden die Unterstützung haben, nicht nur auf eigenen Beinen stehen, sondern doch Mitglied einer größeren Institution sind und deswegen keine Einzelkämpfer sein müssen, wie so das, was man sonst Schriftsteller nennt. Nicht? Aber die Bedeutung der gerade der Zeitschriften hängen ausschließlich davon ab, ob die entsprechenden fähigen Jesuiten da sind. Es heißt nicht, dass alle Beiträge von Jesuiten sein müssen, aber ein Chefredakteur einer solchen Zeitschrift hat natürlich einen erheblichen Einfluss, wenn er die Fähigkeiten hat, die entsprechenden qualifizierten Mitarbeiter zu finden. Ein Gedankenexperiment. Ich gebe durchaus zu, dass ich war damals für die Aufgabe dieses Hauses, aber jetzt sind 13 Jahre ins Land gezogen und ich stelle mir manchmal vor, ich wäre jetzt hier Chefredakteur, wir hätten die Zeitschrift auch angesichts der Digitalisierung weiterentwickelt, Soireen oder Matineen, Kollegen oder Kolleginnen einladen, andere Intellektuelle, um auch eine Außenwirkung zu haben jenseits des Printprodukts. Das ist natürlich vorbei und so nicht mehr möglich. Wir stehen vor der Gründung einer neuen Provinz, weil die deutsche, die österreichische und die Schweizer Jesuitenprovinz zusammengelegt werden müssen, zusammen vermutlich mit Ungarn und Litauen. Ein Gedankenexperiment jetzt, wenn der Orden heute ein neues Haus gründen müsste, in welchem Bereich auch immer, würde er da wieder auf einen Architekten zurückgreifen und sagen, stellen Sie uns was hin, was in diese Zeit passt, oder würde man da sozusagen auf eine bestehende Immobilie zurückgreifen? Und was sagst du da aus deiner Lebenserfahrung? Das weiß ich nicht, das weiß ich nicht. Die normale Überlegung wäre, zunächst mal auf eine bestehende Immobilie zurückgreifen. Gut, aber man sagt ja auch, Raum schafft Verhalten. Dieses Haus wurde wirklich gebaut für diesen Zweck, hier zwei Redaktionen zu beherbergen. Wir denken heute viel pragmatischer natürlich. Im Nachhinein heißt es schon was, dass sich die Jesuiten nach dem Krieg getraut haben, sowas hinzustellen. Natürlich in den 60er Jahren, Deutschland war aufstrebend. Wir denken vielleicht heute pragmatisch, aber ich drücke ja auch mit Architektur was aus. Ja, das ist richtig, ja. Aber was die Jesuiten, die jeweils maßgebenden Jesuiten in diesem Fall tun würden, das weiß ich nicht. Gut, eine Bibliothek hat heute auf dem Handy Platz oder auf einem iPad, das ist natürlich auch ein Faktor und man trägt eine Bibliothek mit sich herum, aber vom Lebensgefühl her, also ich habe mir öfters gedacht, wie wäre das jetzt, Andreas, durch den Nymphenburger Schlosspark zu spazieren, kann ich auch so, aber ich kann nicht mehr hier herein, wo wir jetzt zu Gast sind. Es ist ein Stück Geschichte des Ordens, dieses Haus. Ja, natürlich. Da gibt es auch andere Häuser, die zur Geschichte des Ordens gehören. Nicht? Aber wir waren Teil dieser Geschichte, du von 66 bis 2003, ja. Ich 87, 88 und dann 2000 bis 2003. Und das Rad der Geschichte lässt sich nicht zurückdrehen. Danke.